Nee, ich glaube, mehr Besseres gibt es jetzt gerade nicht für mich. Okay. Dann hätte ich gerne. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Was macht die denn, Schrotflinte? Ja, okay. Na, schießt würde ich sagen, ne? Ja, nee, wirklich. Aber die schießt so Laserdinger ab, okay. Und sogar mit einer halbwegs akzeptablen Geschwindigkeit. Boom, boom, boom. Okay. Okay. Aha. Aha. Jetzt funktioniert's. Schöne Portal-Gun. Hihi, ich kann da durchlaufen. Yay, Portal. Willkommen cool. Im Posten. Hab ich bis jetzt noch gar nicht gemerkt, dass es funktioniert. Kann man das auch bei Gegnern machen? Das wäre fies. Dass man die durch die Gegend. Aber Moment, jetzt kann ich's. Ah, okay. So mache ich's hin und mach's wieder weg. Okay. Weißt du was? Wo werden wir höchstwahrscheinlich am ehesten? Na gut, die Karte ist nicht so groß, dass wir unbedingt darauf angewiesen sind. Aber ich mache mal hier direkt vorm Spaltenportal. Und hier vorne hin einfach. Dass wenn man da gerade mal schnell hin muss, dass man da so einen Expressweg hat. Okay. Hey, da sieht man sogar durch. Geile Sache. Ich hab da gerade nur drin gesehen. Da ist er wieder. Ich sehe ihn von hier. Aber okay, wir. Ah, Moment mal, nee, wir können natürlich noch nicht beginnen. Ich habe noch gar nichts gebaut. Mit dem Serie 9 hieß der. Nee, Serie 9 war doch von KKND 2. Ja. Serie 5? Ach, irgendwie hieß die irgendwas mit Serie. Wo hast denn du deine Sachen aufgebaut? Ich sehe bis jetzt gar nichts. Da vorne und da vorne. Wo? Ich bin immer noch. Ah! Okay. Er steht kurz davor! Und eine Kiste ist noch übrig. Willst du die haben? Kannst du die nehmen. Okay. Ich habe jetzt gerade noch gar keine Ahnung, wo ich die dann... Ja, aber ich glaube, ich mache hier zu. Das ist keine schlechte Idee. Ich kann mit dem lieben Roboter hier Beams machen. Hier zum Beispiel Physical Beams. Das ist eine Mauer. Das kann ich sogar so machen, dass das wenig kostet. Jupp. Man kann aber durchlaufen. Will ich hier? Ja, ich mache jetzt einfach überall eine Mauer hin. Keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. Also, ja, ich wollte gerade sagen, hallo Utwin, man baut doch keine Mauern. Mann, die wurden noch erst abgerissen. Vor 25 Jahren. Was aber auch. Und kurz darauf wurde ich geboren. Ich bin so gesehen der Messias der neuen Welt. Oh mein Gott. Naja. Wenn du meinst. Sie müssen mir glauben. Ich habe das Eichhörnchen gesehen. Ach, es war in meinem, es war in meinem Kuchen. Auf einmal ist es ein Eichhörnchen. Für normal ist es doch ein Einhorn. Ja, das Einhorn hat gerade. Na, Dingens Schichtwechsel. Urlaub. Ach so. Das darf denn? Urlaub haben. Ist sehr interessant. Ja, ich glaube, ich mache ja wirklich dann noch hier zu einfach. Oder? Nee, ich mache so. Hier kommt niemand durch. Also, du kannst nicht. Hier kommt nur jemand durch, der niemand heißt, damit das klar ist. Also, meiner heißt Telan und er kommt durch. Er kommt immer noch durch. Utwinator. Okay. Hallo, ich bin der Utwinator. Wir können anfangen. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob die hier vorbei... Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Feinde nicht mal unbedingt hier vorbei müssen, sondern auch da runter springen können. Warte, nice. Na, ich glaube, so intelligent sind die Gegner nicht, dass sie springen. Bam, 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 ins Gesicht. Ins Gesicht und links und rechts und bam und wieder. Ach, hat er dann voll gesagt, ich wäre ein Abgeschmatz, ne? Ach ja. Der müsste sowieso. Und jetzt. Ah, stimmt, Rechtsklick war nachladen. Ach ja, stimmt, du musst hier nachladen. Ach, wie lame ist das? Ich weiß gar nicht, wo meine Munitionsanzeige überhaupt ist. Munition. Wie unrealistisch Munition. Ja, du weißt doch, dass Waffen unendlich Munition haben. Ja, natürlich. Unrealistisch. So. Wo ist er? Irgendeiner fehlt noch. Moment, da. Er schlägt auf meine Barriere ein. Ach, da, ja, jetzt. Sau. Was
So, sobald ich hier die ganzen Barrieren gemacht habe, mache ich die nächste Spezialität des Hauses. Und das ist... Rage quitten. Was? Instant. So, weil ich... Instant. Du schüttest also 2 Liter Wasser in den PC und surfst dann im Internet. Das sind diese Schockbeams. Gegner, die da drin stehen, kriegen Schaden. Und wenn man die so platziert, dass die Gegner da vor der Mauer stehen bleiben müssen, um die Mauer zu hauen, dann bleiben sie halt in diesem Ding stehen und werden gebrutzelt. Das funktioniert ganz gut. Das macht Spaß. Es ist einfach toll, wenn man so hingeht und man sieht, wie Leute leiden und sie brutzeln im elektrischen Strom und fallen schon die Gliedmaßen ab und die Augen rollen durch die Gegend. Ach, das ist einfach herrlich. Utwin hat eine kleine sadistische Ader, aber ich meine, was erzähle ich euch da? Das wisst ihr doch schon alles, oder? Ah, Schockbeams, weil ich die gerade sehe. Schockbeams waren so Dinge, die stunnen den Gegner. Die haben, glaube ich, nur eine begrenzte Anzahl an Nutzungen. Ich habe die ungern verwendet, ich erinnere mich. Sachen, die ich ungern verwende, können eigentlich nur effektiv sein. Ihr wisst Bescheid. Ich wollte es gerade sagen. denk an deine Kisten, Kollege. Schnürschuh. Ah. Ja, Moment. Ach so, sie sind noch nicht fertig. Nein, ich muss ja überall Beams verteilen. Ach nein, wir müssen überall Beams verteilen. Hörten euch an. Ich muss noch meinen geheimen Jim Beam Vorrat aufmachen. Jim Beam? Aber das ist meiner. Das ist kein Jim Beam. Dieser Whisky schmeckt gut. Jim Beam ist echt eine Plörre, genau wie Jack Daniels. Wenn man sich erstmal mit Whiskys auskennt, merkt man erstmal, was für ein Mist das ist. Aber okay. Tötet Onkel Dietmeier, sonst lebe Jack Daniels, wollte ich gerade sagen. Hm? Aber ich sag mal, wenn man wirklich einen Good Old Whiskey Tennessee Whiskey getrunken hat, dann. Ja. Dann. Ich glaube, ich habe überall jetzt. Nee, ich habe die beiden Kisten gemacht. Ich gucke, ob ich jetzt überall so einen schönen Beam habe. Und dann kann ich eigentlich schon fast anfangen. Jetzt halt die Frage, soll ich meine Mauern aufwerten und die Beams oder soll ich deine Türme buffen? Weil das... Ich will zurück, bitte. Ich kann das auch machen, dass ich Tower Buffs Beams mache und dann buffe ich die Türme von jemandem. Ja. Man kann sich denken, dass das halt ein super Charakter ist, um zusammenzuspielen mit anderen. Solo ist es schlechter, weil diesen Tower-Buff kann man nicht bei seinen eigenen Beams machen, sondern nur bei anderen Türmen. Wie zum Beispiel seinen Flammentürmen, Elektrotürmen. Da finde ich das ja mit Dings immer so interessant, wenn man einen Priester so machst oder wie heißt der, Barbar? Der dann überhaupt keine Tür mehr hat, der nur Kampfhaltungen hat, also... Ja, stimmt, der Priester, ja, da hast du recht, nee, der Mönch hat auch... Ja gut, er kann zumindest durch diese komischen Dinger dann legen, wo die Gegner Schaden bekommen, aber auch nur mit einem gewissen Element. Ich glaube, das war auch Elektrizität. Und vor allem Barbar, ja, da ist das riesige Problem, das ist ein reiner Kämpfer. Und in seine Spezialfähigkeiten sind halt so verschiedene Kampfhaltungen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und das ist dann halt natürlich blöd, wenn du das alleine spielst und es kommen fliegende Gegner und von allen Seiten, viel Spaß. Ja, das ist dann ein bisschen komisch. Aber das Spiel macht am meisten Spaß eh nur zu zweit. Obwohl ich meinen Sammler allein hochgespielt habe, weil sich das, das wie ein Echtzeitstrategiespiel spielt. Den Krieger habe ich auch alleine hochgezogen. Und ich muss auch sagen, dass ich meinen Lehrling auch sehr viel alleine gespielt habe. Eigentlich haben wir das meiste alleine gespielt. Ja, wisst ihr, das Spiel macht zu zweit am meisten Spaß. Ja! Also ich habe es alleine hochgespielt. Ja, ich auch. Genial. Das ist ja nur metaphorisch gesprochen. Du kranke Sodomie, du nekromantische... Nein, das bin ich nicht! Psst, Riakuli, was hat er gerade zu mir gesagt? Ah, Moment, man kann auch mal gucken. Da steht's da. Nein. Mein Buff macht Damage Boost mal 1,42, das ist ein Multiplikator. Und mal 1,30 für Resistenzen. Range wird auch ein kleines bisschen geboostet. Wie viel Range hat denn dein Turm überhaupt? 32, 22. Boah. Oh Mann. Ich muss gerade wieder denken, weil ich jetzt vor kurzem wieder die nackte Kanone angucke, weil die einfach so herrlich ist.
So, also, so eine Beschreibung. Haben Sie eine Beschreibung des Täters? Ja, weiß. Weiß, Schnurrbart 1,90. Wow, das ist aber mal ein großer Schnurrbart. So, ich renn aber auch mit dem hier wieder in die Gegner rein. Es ist kein Krieger. Es ist kein Krieger. Lalalala. Ich habe so das Gefühl, das ist schon wieder zu leicht. Obwohl. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Warum habe ich Depp hier, warum habe ich hier Depp eigentlich eine Mauer hingemacht? Die müssen doch so oder so hier lang. Ja, damit du es sagen kannst. Ist da was? Ich mach das jetzt. Weg. Du bist ein Depp? Ja, genau. Unter anderem deswegen. Weg damit, weg damit, weg damit. Es spart alles Punkte. Und ich will meinen Führerschein noch behalten. Oh, den hast du gar nicht verdient. Das könnte sein. Das ich habe meine, nicht nur sein. Ich habe meine Führerscheinprüfung, also ich habe meine theoretische Prüfung mit 9 Fehlern bestanden. Bei 10 wäre ich durchgeflogen. Und als ich meine praktische Prüfung bestanden habe, auch beim ersten Mal, hat der Fahrlehrer zu mir gesagt, na gut, weil ich einen guten Tag habe, haben Sie heute bestanden, aber bitte fahren Sie in Zukunft besser als heute. Ich hatte Glück. Ich habe immer gutes Karma, wenn es um sowas geht. Ja. Okay. Aber gut, ganz ehrlich, ich habe die nicht wirklich schlecht gefahren. Das waren irgendwelche dummen kleinen... Ja, zum Beispiel, als er gemeint hat, ich soll da jetzt... Als mal aufhören sollten, hat er gemeint, ich soll da jetzt links reinfahren beim Autohaus. Und ich habe irgendwie rechts verstanden, habe die ganze Zeit rechts geschaut. Weil da stehe ich doch kein Autohaus, da ist nirgendwo eins. Und dann bin ich voll dran vorbeigefahren. War auch lustig irgendwie. Okay. Das hat natürlich auch Style, ne? Welle 6. Oh, Stufen, Aufstieg. Yay. Ja. Hier die Reichweite hoch auf. Man kann halt echt alles skillen bei den Charakteren, das ist so geil. Ja, weil das ist aber von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Gesundheit, das sind jetzt die direkten Charakterwerte, Gesundheit, Schaden, Geschwindigkeit und Wirkgeschwindigkeit, wie schnell man Sachen aufbauen kann. Und das ist für die Türme und so Sachen, bei mir die Beams, Leben, Schaden. Ja, das ist Stuntime, falls ich diesen Schockbeam benutzen würde. Und was du nicht tust. Sowas wie Reichweite habe ich ja nicht. Ich habe ja nichts, was Reichweite macht. Das ist auch nichts, was Schaden... Junge, ich hab eine Schrotflinte dabei. Weißt du auch, wie man sie benutzt? Irgendwo hinhalten und drücken. Und irgendwas drücken. Es also, irgendwie, ja. Irgendwie in die Hand nehmen und irgendwas drücken. Okay, also, alles klar, sie sind eingestellt. Also ja, du weißt, wie das geht. Das ist gut. Okay, sehr schön zu wissen. Also merkt euch, liebe Leute, Utwin weiß, wie man eine Shotgun benutzt. Flammenwerfer sieht wieder anders aus. Sei einfach ruhig. Solange du einen Raum mit Sauerstoff gibst, kann ich immer mit einem Flammenwerfer umgehen. Oh, cool. Ich will durch mein Portal. Das möchte ich jetzt mal austesten. Ob die durch dein Portal kommen? Gut. Ja, das... Moment mal. Kommen die dann hier raus? Ja, das ist sehr gut, die Gegner dann vor allem zu uns in die Richtung zu bringen, ja? Direkt neben den Kristall hinstellen. Ich weiß nicht. Hä? Ja, genau. Wie ist das geschehen? Das ist ja eigenartig. Ja, das wird Zeit für einen Spezialschuss. Hm. Den mache ich schon die ganze Zeit. Kannst du eigentlich auch einen aufgeladenen Schuss machen? Ja, das mache ich. Ja, das kostet mich halt Steine, Edelsteine. Bin ich gerade im Demonstrieren? Moment. Ah, es hat Cooldown. Weil es hat man gerade irgendwie schlecht gesehen, weil es gerade so viel los war. Oh ja, Moment, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Och das? Gott! Ja, natürlich hat es irgendwie nicht geklappt, weil ich die Portal gar noch ausgerüstet habe. Warum auch nicht? Ach so, das bist du. Ja. Wollte gerade sagen, was ist das für ein hässlicher Vogel? By the power of Grayskull. Du wirst obsiegen. Na, wie lange dauert es noch? Möchte feuern. Du bist gefeuert. Irgendwie.
Muss das länger aufladen? Power Charge Beam Blast aktiviert. Akzeptiert. Ach, mit rechts muss ich dann drücken. Toll. Aha. Achso, ich hab allgemein keinen Mana mehr. Ja, dann ist das alles gar kein Thema. Gatling, aber die ist schlecht. Oh. Kleine Kevins. Kleine Kevins. Also die von RTL 2. Nein, RTL, nicht diese. Scheffeln wir einfach mal das Mana ein. Ich mache jetzt demnächst eine Doku-Soap über eine Koksbaronin. Und das nenne ich dann die Schnuppernanny. Die Schnuppernanny. Oh mein Gott, Bosswelle. Ich habe Angst, was jetzt kommt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie er geht. Ich weiß bloß noch eins. Draufhalten und schießen. Ihre Methode ist doch einfach. Sie schießen erst, dann schießen sie noch ein bisschen, dann schießen sie dann noch ein bisschen mehr und dann, wenn kaum noch einer am Leben ist, dann fangen sie an, Fragen zu stellen. Aber ich glaube, hier brauchen wir auf jeden Fall deine Türme, weil der Boss schert sich nicht viel um meine Mauern. Der wird hier einfach stehen. Ah, ja, stimmt, da war doch irgendwas mit diesen komischen Spulen da an. Ja, ja, genau, die haben wir machen müssen. Müssen wir kaputt machen? Alles klar. Achso, ja, das ist natürlich, wie soll das, glaube ich. Ja, wir sollten anfangen. Und wenn, was machst du denn so? Stehst du mit dem Schraubenschlüssel da und reparier die Dinger? Wer sollen die kaputt machen? Ach so, das muss einem auch erstmal gesagt werden. Ach so, ist das kaputt machen? Warum nicht mal ganz Power machen? Charge Beam. Na komm, rück ab. Ich will nicht sterben. Was dank der Explosion wieder nicht gesehen? Oh. Explosionen, mehr Explosionen. Pass mal auf, ich stelle mich mal da vorne rein und drücke da die 3. Ja, alles in Ordnung. Yay. Ich hab dich irgendwie gerade sterben gehört. Achso, nee, das war glaube ich dein komischer. Ja. Charge-Angriff da. Charge-Angriff. Ich sterbe doch nicht. Stimmt. Wie kann mir sowas nur durch den Kopf gehen? Mal. Schäm dich! Magier! Magier kriegst du nicht tot. Komm, da stellen wir uns da hin. Na? Ach, da unten kommen noch mal welche. Interessant. Ach, da unten sehe ich, wie weit er aufgeladen ist. Ach du lieber Gott. Ja, ich kann ja sogar noch Kristalle in der Umgebung aufsammeln, um das nochmal richtig aufzuladen. Und jetzt sind... Bam! Lecker. So. Jetzt will ich nochmal meine Spezialfähigkeit machen, wo mal ein bisschen mehr Platz ist. Hier? Ist das nicht geil? Yes, na stimmt, glaub, das stimmt, du hast mit dem Magier ja auch noch irgendwie so ein Spezialding, was Kristalle verbraucht. Ja, ja. Hast du mit jedem. Beim Krieger war es Charge und eben diesen Dingenswomans-Teil da. Charge. Mhm. Charge. Dann chargen wir einfach mal so ein bisschen hin. Wir brauchen mal zum Essen die Türme. Ich glaube, so wie die jetzt abgegradet sind, machen die den Boss ziemlich schnell kaputt. Ja, sollte eigentlich ganz gut gehen. Die Frage ist jetzt, wo der letzte Kerl ist, mal wieder. Ah, da. Sieht mal auf der Karte. Da ist auch noch einer. Ach, jetzt wird so ein Magier, der Skelette beschwört. Mitunter. Der natürlich heilt. Ja, klar, ne? I'll be back. Der Boss erscheint. Beim ersten Mal hatte ich da wirklich voll Angst, vor allem wegen dem Countdown noch. Ja. Ich voll die Panik. Renn im Kreis, rudern mit den Armen und rufen jetzt, wir werden alle sterben. Ist jetzt die richtige Zeit gekommen, in Panik zu geraten? Lass es mich so ausdrücken. Ja.
glaube, ich mache noch einen Photon Beam. So irgendwie rum. Ach, eins, geht nicht. Alles klar. Dann ist es. Null. Ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, Superman! Aber guck mal, der hat auch schon so zwei Klingen, wie der Schredder von. Oh Gott, Freund, ne? Es ist meine Schwiegermutter. Oh mein Gott. Ich frag mich, auf jeden Fall. Das mit der stumpfen Seite macht, ne? Hm. Der weiß aber nicht, wie das geht. Der weiß nicht, was Qualität ist. Ach so. Au, 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 au. Ich hasse Feuer. Feuer, Feuer, Feuer am Arschleck. Oh nein! Er hat mich. Nein! Ich überlebe. Was? Das war's? Okay. Naja, beim nächsten Mal machen wir was anderes. Beziehungsweise ich nehme dann, wir können ja mit noch kleineren Charakteren arbeiten. So ist es ja nicht. Perspektive mal dann eine Mission machen, Map machen, wo dann auf unser Level komplett abgestimmt ist. Wenn es denn überhaupt gut ankommt, weil ich bin mir halt nicht sicher, ob so Dungeon Defenders einfach aus dem Nichts irgendeine Partie gemacht so groß bei den Leuten ankommt. Schließlich ist das halt was komplett Fremdes für die meisten. Ja. Ich glaube, so, es gibt gar nicht so viele Leute, die Dungeon Defenders gespielt haben. Ich müsste auch überlegen. Ein aktives Let's Play habe ich mir damals noch angeguckt von einem. Die einzigen, die ich kenne, die Dungeon Defenders spielen, spielen es dank mir. Weil ich sie darauf angestiftet habe, irgendwann mal damals. Echt? Kenne ich keine von. Hm, einen dürftest du kennen. Oder soll ich sagen, eine? Eigentlich muss ich ja sagen, zwei, weil ich weiß, wem ich es zu verdanken habe, dass ich mir das Spiel gekauft habe damals. War das ich schon wieder, oder wie? Ja, genau. Hab ich dir von Dungeon Defenders damals erzählt? Hast du es nicht schon längst gespielt, als ich mal darauf gekommen bin? Es könnte höchstens sein, dass wir es uns gleichzeitig gekauft haben. Das könnte auch sein. Das kann sein, dass wir uns überlegt haben, was wir zocken wollen und dass wir dann auf Dungeon Defenders gekommen sind. Ja, ja. Das könnte sein. Okay, ja. Ja, aber stimmt. Ja, die andere Person kenne ich natürlich auch. Ja, klar, Logo. Nee, Let's Plays auf YouTube aktuell damals verfolgt habe, die das hier gespielt haben. Überleg gerade, waren die zu dritt oder zu viert oder nur zu zweit? Aber ich glaube, sie waren auf alle Fälle zu zweit. Das weiß ich noch. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Gasthaus. Richtig. The Huntress. Nein, keine Zwischensequenzen. Keine, nein. Wir wollen die Leute dumm sterben lassen. Ja, ihr müsst, wenn ihr das wissen wollt, was die sagen, müsst ihr selber schauen. Müsst okay. Müsst ihr das Spiel kaufen und uns 10 Euro per Post schicken. Denn nur dann seht ihr die Zwischensequenzen vorher, werden die gar nicht freigeschaltet. Genau. Wir haben es in der Hand. Wir haben noch viel mehr in der Hand. Naja, viel, viel, viel mehr in der Hand. Aber nun gut, das war's dann für die mal eine Runde. Mit Dungeon Defenders. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da und ja, wie üblich, wenn ihr mehr sehen wollt, einfach reinschreiben. Ansonsten wird es irgendwas anderes bestimmt geben, auf jeden Fall. Vielleicht wieder mit der fachkompetenten... Achso, halt, das hatten wir ja schon zu Anfang. Vielleicht mal wieder was mit Utwin unter Umständen, je nachdem wie Zeit und so aussieht. Eventuell alles, ne? Unter Umständen. Möglich, möglich. Großartig, das ist großartig. Danke, ich weiß, dass ich großartig bin, das musst du nicht sagen. Wir könnten zum Beispiel auch mal irgendwann ein Strategiespiel auspacken. Ja, das wäre so auch einigermaßen mal in Planung, Command & Conquer, Stronghold, Planetary Annihilation. Command & Stronghold, Command & Stronghold, das ist cool. Ich nehme die Einheiten der Bruderschaft von Nod und du die des Sklaventreibers. Ist das ein Deal? Der Kalif gegen die GDI. Moment mal. Ja, genau, genau, genau. Du nimmst den Kalifen, ich nehme die GDI. Sehr schön. Aber ich nenne dann die Einheiten aus Tiberian Wars. Ist ja klar, wenn dann dieser riesen Panzer angerollt kommt und du mit deinem Bogenschützen dastehst, so.
Ich schieße in die Reifen platt. Was sind Reifen? Ich weiß es nicht, aber es klingt cool. Ich halte ihn auf mit meiner bloßen Kraft. Der kann nicht über mich drüber fahren. Henry? Henry! Hallo? Stimmt, es ist lustig vor, wie so ein Sklave versucht, einen Panzer anzuzünden. Das Ding muss doch irgendwann mal anfangen zu brennen. So mit der Fackel, ja. Ja, Moment, dann brauche ich aber die Bruderschaft von Lot. Junge, ich zeig dir mal, wie das geht. Das ist die Fackel der Erleuchtung. Oh, cool. Jetzt schau mal da vorne. Ja, Mann, ich stelle mir das echt vor, wenn man so Stronghold einfach mal die Stronghold-Charaktere in Command & Conquer-Universum verfrachtet. Der Kalif wird dann bestimmt irgendwie so einer von Notz, der nur Flammenpanzer einsetzt. Also. Oh. Ja, dann hast du zumindest mal deinen Spaß dabei, ne? Mhm. Definitiv. Oh mein Gott, ja, das wäre nicht schlecht. Ja, okay, oder eben bei einem Strategiespiel, genau. Genau. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Sinne, Baba. Bye bye.